Moin Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Ja, in den letzten Wochen habt ihr ja schon einige Tipps zur Klausurvorbereitung und zu Hausarbeiten gehört. Aber so gut die Tipps auch sein mögen, sie bringen einem einfach nichts, wenn man sich erst gar nicht für solche Aufgaben motivieren kann. Deswegen gebe ich euch heute 6 Tipps mit auf den Weg, wie ihr euch für nervige Aufgaben sehr gut motivieren könnt. Tipp 1. Verringert euren Arbeitsaufwand. Wenn ihr eine Aufgabe habt, die nicht nur nervig ist, sondern auch vom Stofflichen her viel zu viel, könnt ihr den Stoff einfach in kleine Häppchen packen und dann über den Tag verteilen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 15 Seiten einer nervigen Lektüre lesen müsst, auf die ihr überhaupt keinen Bock habt, könnt ihr die Lektüre einfach aufteilen in 5 Seiten morgens, 5 Seiten mittags, 5 Seiten abends und dann ist der Arbeitsaufwand gar nicht mehr so groß. Dann geht ihr morgens zum Beispiel mit der Motivation ran, okay, 5 Seiten ist gar nicht so viel, das schaffe ich. Und am Abend sagt ihr dann einfach, ja okay, jetzt habe ich schon 10 Seiten gelesen, die 5 Seiten schaffe ich jetzt auch noch. Und ja, so habt ihr dann einen großen Berg an Arbeit klein gemacht. Tipp 2. Macht euch eure Aufgabe zur Gewohnheit. Wenn ihr gerade in der Lernphase seid und euch vorgenommen habt, jeden Tag so ein bisschen zu lernen, ist das natürlich super vorbildlich. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, überhaupt erstmal mit dem Lernen anzufangen und das dann auch konstant beizubehalten. Aber ihr könnt euch hier zunutze machen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Deswegen versucht das Lernen einfach in den Alltag mit zu integrieren und da so einen gewissen Rhythmus reinzukriegen. Das heißt, lernt jeden Tag zur gleichen Zeit oder immer vor dem Frühstück oder irgendwie sowas. Und ihr werdet merken, ihr habt euch so schnell an das Lernen gewöhnt, dass die Motivationslosigkeit ausbleibt. Tipp 3. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Bleiben wir einfach mal beim Thema Lernen. Wenn ihr merkt, dass ihr arge Probleme habt, euch selbst zu motivieren, wenn ihr alleine lernt, sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammen lernen könnt. Mit dem Lernpartner könnt ihr euch dann gegenseitig abfragen, gegenseitig anstacheln, gegenseitig motivieren und jede Aufgabe ist nur halb so schlimm, wenn man sie mit jemandem teilen kann. Tipp 4. Verbindet eure Aufgabe mit schönen Dingen. Seid ihr ein Mensch, der künstlerisch begabt ist, der sich aber gerade mit einer nervigen Lektüre rumschlagen muss? Dann verbindet doch einfach die Pflicht mit eurem Hobby und zeichnet zu jedem Kapitel ein Bild, das als Zusammenfassung des Kapitels dient. Oder ihr seid ein Mensch, der gerne draußen in der Natur ist, sich aber gerade mit der Klausurvorbereitung auseinandersetzen muss. Dann sucht euch doch einfach draußen ein ruhiges und schönes Plätzchen, wo ihr lernen könnt. Es klingt erstmal alles ein bisschen komisch, aber wenn ihr eure nervigen Aufgaben mit schönen Dingen verbindet, verliert ihr den Hass gegenüber dieser Aufgabe, zumindest so ein bisschen. Und so könnt ihr euch dann auf jeden Fall leichter motivieren, euch eurem Aufgabenberg zu nähern. Tipp 5. Belohnt euch für eure getane Arbeit. Schon als kleines Kind wird uns eingetrichtert, dass wir für unseren Fleiß belohnt werden. Sei es in Form von guten Schulnoten oder in Form von Taschengeld, das wir bekommen, wenn wir den Eltern im Haushalt geholfen haben. Führt diese Tradition einfach weiter und belohnt euch für getane Arbeit. Das heißt, wenn ihr unbedingt ins Kino gehen möchtet, sagt euch einfach, okay, ich gehe ins Kino, wenn ich so und so viel heute gelernt habe. Oder ich gehe heute mit meinen Jungs ein Bierchen trinken, wenn ich das und das geschafft habe. Tipp 6. Vermeidet jegliche Ablenkungen. Den Tipp habe ich zwar jetzt schon in mehreren Videos genannt, aber ich halte es für sinnvoll, ihn hier auch nochmal zu erwähnen. Wenn ihr schon motiviert bei irgendeiner Sache seid, lasst euch unter keinen Umständen von solchen Sachen wie Handy oder PC oder sonst irgendwelchen Sachen ablenken. Verbindet das lieber mit den vorherigen Tipps und nutzt sowas als Belohnung für kleine Etappenziele. Sagt euch einfach, okay, ich möchte jetzt aufs Handy gucken, aber ich darf das erst, wenn ich das und das geschafft habe. Oder ich setze mich erst an den PC, wenn ich das und das erledigt habe. So könnt ihr eure potenzielle Handy- oder PC-Sucht sogar noch für was Gutes nutzen. Ja, das waren meine 6 Motivationstipps und ihr könnt ja mal motiviert in die Kommentare schreiben, ob euch die Tipps weitergeholfen haben. Hier seht ihr jetzt noch 2 Videos, die sich anzusehen lohnt und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut! Pokémon oder Digimon? Digimon, Alter! Oh. Digimon! Ist nichts zu sagen. Digimon war schon geil. Digimon. Ja. Digimon. Digimon. Viele Leute können ja zu Hause einfach nicht lernen, wenn man dann den Laptop da stehen hat und das Handy und die Musik und ja. Das ist einfach eine schlechte Lernatmosphäre und in der Bib ist es halt einfach ruhig und man muss sich konzentrieren.